Hallo ihr Lieben, heute für euch eine Legung aus dem Kollektiv mit den Lenormand-Karten der Roten Eule und mit dem Liebesgeflüster You and Me. Lass deinen Seelenpartner zu dir sprechen. Was fühlt er gerade? Was denkt er gerade? Beide Stapel sind gemischt. Wir fangen dann von oben an. Was geht in ihm vor und wie geht es weiter? Was wird kommen? Zuerst einmal siehst du, dass dein Seelenmensch im Moment sehr viel Sehnsucht nach dir hat, vielleicht sogar schlaflose Nächte und von dir träumt und gar nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll. Deshalb ist vielleicht auch im Moment sein Rückzug da. Er liegt hier sehr stagniert im Feld. Er weiß nicht, welchen Weg er gehen soll. Er weiß nicht, ob er diese Gefühle zulassen soll, weil es scheint ihm hier irgendetwas einfach Angst zu machen. Und hier erscheint er auch schon bei 1:11, dein Seelenmensch. Also du siehst hier ganz klar, er ist stagniert. Er hat Sehnsucht nach dir. Er träumt von dir, er wünscht sich hier auch Nähe, aber im Moment ist er im Entgleiten und vielleicht fühlst auch du ihn unterkühlt. Vielleicht fühlst du ihn auch gefühlskalt. Wenn du da die Erklärung willst, werden wir schauen. Und hier sind sie, diese Ängste, also das macht ihm alles gerade sehr viel Angst, dass er auch so viel Sehnsucht nach dir hat, dass er vielleicht auch so von dir träumt, dass er dich so vermisst. Das macht ihm hier alles sehr viel Angst. Und jetzt ist eben ganz klar Heilung wichtig. Also, dass ihr beide hier in die Heilung geht und schaut, was sind da noch für Ängste. Also auch Ängste bei dir, Verlustängste, Bindungsängste. Was hast du hier für Themen, die noch aufgelöst werden sollen? Und da kommt dann auch schon der Hinweis, ihr kennt euch aus vielen alten Leben. Ihr habt hier also wirklich eine uralte Seelenverbindung und Karma steht ganz vorne hier geschrieben. Also eine karmische Verbindung. Ihr habt hier etwas Karmisches miteinander. Und es steht eine Lernaufgabe im Raum. Also dieser Mensch spiegelt dir eine Lernaufgabe, aber auch du spiegelst ihm eine. Deshalb schau dahin, was aufgelöst werden möchte. Und wenn du sagst, du möchtest gerne mal deine persönliche Legung mit mir, dein persönliches Reading, deine Seelenbotschaft, dann kannst du gerne unter dem Video schauen. Dort findest du meine WhatsApp-Nummer und dann schauen wir auch gerne in deine persönliche Situation rein, was da denn kommen mag. Denn im Moment ist hier Rückzug, Trennung, Isolation. Also er zieht hier auch Mauern hoch und ihr schreibt mir ganz oft auch in die Kommentare dann, ja, dann soll er doch wegbleiben, ich will ihn gar nicht mehr. Schau mal, was dich da so triggert. Ja, wenn du das Gefühl hast, so ja, ich will ihn doch gar nicht mehr, er soll einfach wegbleiben, da ist ja sehr viel Ego noch bei dir dann auch. Ja, sonst würdest du das Video gar nicht schauen, sondern da kommt wirklich dein inneres Kind hoch. Also schau mal, was da noch geheilt werden möchte. Denn dann kommt hier die Anziehungskraft ins Spiel und auch die Harmonie kommt dann hier wieder ins Spiel und da liegt die kalte Jahreszeit und du siehst, es geht hier eben um dich. Also egal, ob du Mann oder Frau bist, es geht hier um dich und dass du jetzt auch in die Heilung gehst und dass du hier deine Unsicherheiten in dir heilst, also die Unklarheiten und dass du dein Zuhause aufräumst. Erst wenn du aufgeräumt bist und vielleicht auch für dich hier eine Entscheidung triffst, nämlich die Entscheidung für dich, kann hier tatsächlich dann eben auch die Verliebtheit, das Glück und die Harmonie wieder einziehen. Und du siehst schon, dann kommt das große Glück. Und in dem Moment ist mein Hund eingeschlafen und träumt. Also sie wedelt jetzt hier vor sich her.
Und das passt ja, also in dem Moment wirklich, wo du loslässt, ja, wo du wirklich in die Heilung gehst, kann hier dann auch Transformation entstehen. Ja, dein Liebesgeflüster, also lass deinen Seelenpartner zu dir sprechen, you and me. Die Karte ist ja schon weggeweht und hier sagt dir deine Botschaft, du hast mich von Anfang an verzaubert, deine Augen, der erste Augenblick. Es war einfach nur magisch. Bitte gib mir noch etwas Zeit. Ich fühle zu viel Druck und verschließe mich so noch mehr. Das hat er dir hier drüben auch schon gesagt, ein Stück weit. Also er fühlt da unheimlich viel Druck. Aber ohne dich ist alles leer und ohne dich fühle ich mich auch nicht komplett. Also du hast hier schon so eine Art Liebesbeweis und Liebesgeständnis, was er dir hier offenbart. Und er sagt dir auch, dass Gefühle da sind, aber die auch noch wachsen dürfen. Also vielleicht willst auch du zu schnell zu viel. Und das macht ihm Angst. Denn er trägt hier einfach noch einen Schutzpanzer, weil ich Angst davor habe, verletzt zu werden. Und vielleicht hast auch du diesen Schutzpanzer. Und vielleicht hast auch du Angst, verletzt zu werden. Aber tief in meiner Seele, da hege ich große Gefühle für dich. Und ich werde auch über meinen Schatten springen. Also er wird hier auf dich zukommen. Bitte warte aber im Moment nicht, denn im Moment kann ich dir einfach auch nicht geben, was du brauchst. Das war ja auch schon die Botschaft mit den Lenormand-Karten. Jetzt ist es wichtig, dass du die Lernaufgabe erfüllst. Wenn ich an dich denke, schlägt mein Herz schneller. Also hier ist Liebe da. Aber liebe bitte auch du dich. Und hier kommt die Botschaft, die ich gerade gesagt habe, du willst zu schnell zu viel. Ich kann dich nicht retten. Also das habe ich auch wahrgenommen. Du willst zu schnell zu viel. Du wirst ungeduldig. Das muss hier wirklich heilen. Das ist wie mit einer Sanduhr. Wenn du die umkippst, dann kannst du den Sand auch nicht beschleunigen. Ja, der rieselt dann vor sich hin in einer bestimmten Zeit und du kannst es nicht beschleunigen, sondern du musst dir diese Zeit geben und in der Zeit auch heilen. Das ist ganz wichtig. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass man wirklich dann eben vielleicht in der Ungeduld ist, aber im Moment dann schauen darf, ja, wo darf ich hier jetzt mich noch weiterentwickeln in meiner Persönlichkeit? Denn wir werden schon bald aufeinander zugehen und dann auch etwas gemeinsam machen, etwas gemeinsam unternehmen, uns versöhnen und wieder austauschen, auch wenn jetzt ein Engpass herrscht. Also hier zeigt er dir schon ganz klar seine Liebe. Also schau einfach du noch mal bei dir, wo bist du ungeduldig, wo geht's dir nicht schnell genug, wo brauchst du Sicherheit und du wünschst dir, dass er sie dir gibt. Wie sieht's da bei dir aus? Also schau da noch mal tiefer. Ich möchte dich dazu wirklich animieren, noch mal tiefer zu schauen, noch mal tiefer reinzufühlen, weil im Endeffekt geht's immer um dich. Es geht in diesem Prozess immer um dich. Und um deine Transformation und um deine Heilung. Ich lade dich auch gerne ein zu meinem Heile dein inneres Kind-Kurs mit mir persönlich, ganz individuell auf dich zugeschnitten. In 18 Modulen heilen wir hier deine Glaubenssätze, deine Urverletzung, die wirklich in die Transformation dann auch gehen darf, damit du in eine erfüllte, glückliche Beziehung gehen kannst. Also lass uns da gemeinsam wirklich auch noch mal reinschauen. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Und ich freue mich auf unsere wertvolle Begegnung und ich danke dir für dein Like, für dein Liebesabo und freue mich, dich ganz bald wiederzusehen. Von ganzem Herzen, deine Claudia.